Hallihallo. Hi und herzlich willkommen zurück bei Leon X. Und wir waren heute wieder beim Training. Ja. Und ja, war gut. War gut diesmal. Ja, Leon hat wieder so eine alte Form erwischt. Ich bin richtig gut drauf gewesen heute. Ich war heute so kurz nach der Arbeit, wie ich so losgefahren bin, so, oh, jetzt ins Bett. Aber irgendwie, als ich dann da war, was ist los? Hab mich gut gefühlt. Bap, 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 und ging wieder rein, ne? Ja. Nicht mal gucken, direkt werfen. Und irgendwie war auch so, ist komisch, ist immer so, nach dem Training, vor dem Training, nach der Arbeit, wenn ich zum Training fahre. Bin müde, hab Hunger und will einfach nur noch ins Bett. Wenn ich dann hier ankomme und spiele, dann bin ich wach, bin satt und hab Bock, was zu machen. Ja, cool. Ich hab keinen Hunger mehr jetzt gerade, vor allem ist das komisch. Normalerweise hab ich immer Hunger. Und wie läuft gut, deine One-Punch-Date? 6 Kilo. Sehr gut. Verloren, jetzt meine ich. In ein bisschen weniger als 3 Wochen. Das ist eine gute Leistung. Wenn es so weitergeht, dann habe ich in insgesamt 10 Wochen mein Ziel erreicht. Also jetzt noch 7 Wochen, dann habe ich mein Ziel erreicht. Wenn es so weitergeht. Und das Coole ist, nächste Woche Freitag, Cheat Day. Jeder Cheat Day, ja, okay. Und deswegen habe ich auch noch was ganz Besonderes für dich. Ich fordere eine Revanche von der Nugget Challenge. Diesmal allerdings nicht mit Nuggets, sondern nur eine meiner Königsdisziplinen. Okay. Pizza. Oh, Pizza. Ja. Ihr müsst wissen, ich habe 3 Königsdisziplinen, denen ich noch nie geschlagen wurde. Pizza, Reibekuchen und eins kann der Aktei niemals mitmachen, Leberkäse. Ja, Leberkäse. Dann würde ich noch. Reibekuchen würde ich auch noch, echt. Man muss aber meine Tante backen. Aber wie darf man die Pizza denn? Gibt es da Regeln? Irgendwie? Eigentlich dachte ich, wir machen es wieder nach den internationalen Wettbewerbsregeln. Margarita, aber so darf für man 2 Stücke gleichzeitig. Das ist scheißegal, wie du es machst. Hauptsache, du kriegst sie nicht rein. Du kannst von mir aus auch durch die Nase ziehen. Hauptsache, ich schlag dich. Wir machen jeder 1,5 Pizzen. 1,5? Also ja, 3 Pizzen? Ja, genau. 3 Pizzen insgesamt. Für jeden. Kleine oder was? Nee, die von Fantasma. Ja. Die großen Dinger da. Aber die willst du ja nicht dort machen, essen, ne? Na, um Himmels Willen, weil wir dürfen da erstens nicht filmen und zweitens bedenken, wie wir uns die Dinger da reinziehen. Ja. Na, wir machen das dann, ich denke mal, da wo wir die Nugget Challenge auch gemacht haben, ne? Da war gute Location. Ja, wenn da keiner ist, ja. Und wenn ich das verliere, boah, dann verliere ich echt eine meiner Königsdisziplinen. Boah, das tut richtig weh. Und ich bin dafür, wer macht das mit Einsatz? Mit was für ein Einsatz? Der Verlierer zahlt. Okay, ja. Einigen wir uns darauf? Müsste ich mein Gehalt bis nächste Woche haben, ja. Einverstanden. Ja. Alles klar, Ankündigung. Nächste Woche, Freitag. Pizza Challenge. Er gegen mich, Verlierer zahlt. Die kosten noch 4 Euro, ne? Eine? Ich glaube schon, ja. Ja, wenn die nicht erhöht haben, das kommt immer drauf an. So, aber noch halte ich meine Diät ein für heute. Cheat Day ist erst nächste Woche. Was habe ich heute gegessen? Ein Brot heute Morgen und ein Salat heute Mittag, sonst nichts. Und 1,5 Liter Wasser insgesamt. Und ich glaube heute Morgen, was habe ich heute Morgen getrunken? Ein kleines Glas Milch vielleicht, mehr nicht. Das war alles. Mit Getränk oder ohne Getränk? Pizza. Ja, mit Wasser natürlich. Ja, dann habe ich 2 Wasserflaschen mit und dann reicht's mampfen. Falls sich einer fragt, Moment Martin, ich gerade gesagt Diät und was soll das von wegen Cheat Day? Cheat Day ist, damit der Körper wieder Fett dazu bekommt, weil Alter. Weil während einer Diät, oder zumindest während meiner Diät, bekommt mein Körper so wenig Fett wie möglich. Was allerdings auch nicht so gut ist, weil der Körper braucht Fett, zum Beispiel beim Training. Auch Bodybuilder machen, ich glaube, einmal im Monat oder so einen Cheat Day
der einfach dafür da ist, damit der Körper etwas Fett dazu gewinnt, weil, ist ja kein Geheimnis, je mehr Fett du hast, desto schneller verbrennst du es auch und desto mehr regt das die Muskeln an. Deswegen soll man trotzdem immer noch regelmäßig einen Tag raussuchen, um Fett dazu zu nehmen, oder man nimmt irgendwelche Ersatzstoffe, dafür gibt es auch, aber das ist scheiße, habe ich keinen Bock drauf, ist teuer, ungesund. Keinen Bock drauf. Da mache ich lieber den Cheat Day. Auch wenn es heißt, dass man durch einen Cheat Day schneller in sein altes Verhaltensmuster reinfallen kann, aber es ist bei mir bisher noch nicht passiert und ich hatte schon 2 Cheat Days. Deswegen hat es ganz gut geklappt. Ich behalte das weiterhin so bei. Ich halte mich auch strikt daran. Ansonsten wird sich gesund ernährt. Stimmt, das muss auch noch sein. Wir haben morgen ein Basketballturnier, allerdings werde ich nicht da sein, da ich meinem Vater helfen muss im Garten. Und zwar hat unser Teich ein Loch, in dem das Wasser die ganze Zeit wegsackt. Wir dachten zuerst die ganze Zeit, es wäre unten bei den Fischen, aber nein, es war die ganze Zeit oben im eigentlichen Schwimmteich. Das Problem ist, dass das Wasser von unten, vom Fischteich, die ganze Zeit nach oben läuft. Wurde der unten die ganze Zeit immer leerer und wir dachten die ganze Zeit, da wäre das Loch, aber es war die ganze Zeit oben. Na, scheiße. Also sprich, wir müssten morgen einmal leer machen, dann müssen der Felix und ich ins Wasser und die Bretter anheben und das Loch finden. Weil oben ist ja so ein Holzkasten drin, aus Brettern. Und ich sag mal so, von diesem Holzkasten, der das Gestell im Inneren bildet, sind die oberen 2 bis 3 Latten frei. Also da ist kein Wasser mehr. Mein Vater hat gesagt, weil wir haben ja ab und zu Enten im Teich und weil das oben schon so leer ist, dass es nicht mehr bis zum Rand reicht, sind da schon ein paar Enten drin ertrunken und nicht mehr rauskamen. Oh. Jetzt provisorisch ein Brett reingelegt, damit die da raus können. Aber das muss behoben werden, weil wir haben, ich weiß nicht wie viel in diesem Teich drin, sondern wir haben bestimmt schon mehrere tausend Liter Wasser verloren. Und wir wollten ja, der richtige Sommer kommt jetzt noch, war schon zwar ein paar Tage richtig heiß, aber der richtige Sommer kommt ja eigentlich erst noch. Wir haben ja noch lange nicht August. Und es gibt, ich sag euch, es gibt nichts Geileres im Sommer als einen Schwimmteich. Und den wollen wir beibehalten. Und nein, wir gehen nicht nach unten in den Fischteich, wie der nette Herr hier vorhin schon gesagt hat, gehen wir nicht mit den Fischen schwimmen, weil es sind Koi-Karpfen von der Länge wie mein Arm. Und so ein Viech hat ordentlich Kraft und nicht alle von denen sind lieb auf Kuscheln. Und wenn die dich ungünstig erwischen, dann können die dir die Rippe brechen. Hab ich keinen Bock drauf. Nee, nee. Ich brauch die Rippen noch. So viel zum Thema, was demnächst geht. Die Pizza-Challenge kommt auf jeden Fall. Dann der nette erst morgen am Turnier. Ich bin noch im Bett. Ah, Swans Day. Ist nicht viel zu erzählen. Oder habe ich gerade was? Ich muss nach Bern, aber da ist Spielplatz. Weißt du, da wo du mich immer absetzt oder abholst. Also im Spielplatz. Du meinst bei der Location? Ja. So, von mir ganz rein. Hatte zuerst gedacht, dass wir das mit der Challenge so machen, dass wir die Pizza nach freien Stücken belegen können, aber es ist ja kein fairer Wettbewerb mehr. Warum, wenn alle Thunfisch haben? Ja, ich mag zum Beispiel keinen Thunfisch. Okay. Champignons? Ja, aber die staunen so im Magen, deswegen würde ich dafür nicht nehmen, weil, sagen wir mal, wenn wir wirklich sagen, wir könnten für den Wettbewerb frei belegen, dann würde ich trotzdem bei der Margherita bleiben, weil die staut sich dann nicht so im Magen, weil du musst bedenken, je mehr Belag du auf der Pizza hast, desto mehr Masse hast du logischerweise auch im Magen und desto schneller ist der voll. Ja, okay. Deswegen. Also klassische Margherita. Finde ich auch besser als die von Tutti Frutti zum Beispiel.
Wobei Fantasia auch meine Lieblingspizza hat. Und die kannst du nicht essen. Schinken? Schinken, Champignon, Zwiebeln, Ei. Oh ne, Ei noch nicht. Doch, voll geil, gibt nichts Besseres. Müsste da nur noch Spinat drauf, dann wäre die genial. Dann nennt man das eine Sizilianer. Die habe ich einmal, habe ich nochmal gegessen. War das Da Vinci oder Ferrari? Keine Ahnung. Da war so eine Pizzeria, da waren wir früher mit unserem Dad sehr oft essen. Der hat das in letzter Zeit gar nicht mehr so. Und da gab es eine Pizza, die hieß Sizilianer. Pizza Sizilianer, die war die geilste Pizza. Wo genau seid ihr? Ich werde jetzt hier da an diesem Spielplatz abgesetzt und dann komme ich so. Ja, vor meiner Tür da. Oder wohin geht ihr danach? Ja, weil ich kann nicht so lange, Alter. Ich hab Turnier morgen. Ja, okay, heide. Ja. Du machst jetzt noch einen drauf, hab ich gehört. Naja, um Gottes Willen. Morgen Turnier, ja, erstmal saufen. Ja, ich kann halt nicht verkatert. Und dann Eier, der da über den Platz hat, wenn ich voll geil. Das hat mir mein Trainer gebracht, hat er mir mal erzählt. Ja, aber auch ein Klassenspieler, ey. Auch besoffen? Wenn mir erzählt, besoffen zu spielen ist lustig, aber unterm Korb nicht so lustig, wenn du dann natürlich wird. Naja. So viel auf jeden Fall dazu. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut auch unbedingt bei Mario Rocco beim CDV vorbei. Mario ist ab nächste Woche wieder da. Kommt dann aus dem Urlaub wieder, yeah! Und dann machen wir hoffentlich weiter mit dem, was wir sonst so gemacht haben. Ist jetzt die ganze Zeit so lang, weil ich immer nur Armer zocke. Nein, Spaß. Und ja, dann sag ich mal, bis dahin. Wir sehen uns. Ich wünsche euch was. Ja.